den Feierabend geht, dann vertrauen die Bewohner von Barcelona auf dieses Getränk. Etwas bitter, aber angeblich gesund. Der Wermut ist Jahrtausende alt, wurde oft neu erfunden und wird nach wie vor auch von James Bond geschätzt. Eine junge Winzerin aus der Steiermark weiß, was einen guten Wermut ausmacht, denn mit ihrem Kräuterwein sorgt sie im Moment international für Aufsehen. Katrin Strohmeier steht auf schweres Gerät und auf leichte Unterhaltung. Heute hat die junge Winzerin ihre Freunde zur Verkostung eingeladen. Das ist der erste Schilcher-Wermut der Welt. Hauptbestandteil ist eben auch der Schilcher. Es sind drinnen 10 verschiedene Kräuter, unter anderem das Wermutkraut. Die anderen Kräuter verrate ich nicht, das ist ein Familiengeheimnis. Prost! Prost! Klar, wenn die allererste eigene Kreation gleich derart viele Gaumen begeistert, dann hält man sich mit der geheimen Mixtur besser bedeckt. Hier am Familienweingut in Pölfingbrunn wächst die süffige Unterlage, der Rosé-Weinschilcher, den es nur in der Weststeiermark gibt. Und mit dem kommt die 21-Jährige auf den bitteren Geschmack und die richtige Idee. Wermut hat mir immer schon geschmeckt und nachdem der Schilcher bei uns am Betrieb in der Weststeiermark natürlich sehr wichtig ist, habe ich mir gedacht, warum nicht einmal einen Schilcher Wermut probieren. Und ich habe das dann in 1-Liter Flaschen angesetzt, habe verschiedene Rezepturen gemacht, ca. 100 verschiedene Ansätze. Da ist es dann eben darum gegangen, welche Kräuter nehme ich, wie viel Alkoholgehalt soll das haben. Wermut, lange als Heilmittel bekannt, zählt schon seit einigen Jahren zu den Inngetränken. Im Weinkeller zwischen den großen Stahltanks probiert Katrin Strohmeier monatelang herum, bis sie die perfekte Mischung für ihren Kräuterwein findet, obwohl die Zutatenliste eigentlich überschaubar ist. Also Wermut ist ein aufgespritzter Wein. Man hat Wein, man hat Kräuter. Und dann ist noch ein bisschen was Hochprozentiges dabei, damit man auf einen Alkoholgehalt zwischen 14,5 und 21,9 Volumensprozent kommen. Wenn das Wermutkraut dazu kommen wird, dann ist es ein bisschen bitter. Nicht jedes Kraut kommt am selben Tag rein. Und insgesamt dauert es circa 3 bis 7 Tage, bis dann jedes Kraut perfekt ausgelaugt ist. Und ja, dann schalten wir ein. Den Riesenmixer. Später werden die Kräuter herausgefiltert. Nach 10 Tagen Rasten kann dann abgefüllt werden. Ohne Mamas Gaumen geht da gar nichts. Das lange Herumprobieren hat sich gelohnt. Aber dass das Ergebnis ihrer Abschlussarbeit an der Weinbauschule bei internationalen Wermutkennern derart großen Eindruck macht, damit hat die Jungwinzerin nicht gerechnet. Insgesamt 4 Prämierungen sind danach in einer Woche gekommen. Und dann, ja, dann war ich gleich einmal perplex, dass das jetzt alles so geklappt hat und ich freue mich natürlich sehr drüber. Hier im steilen Weingarten der Strohmeiers reift auf 9 Hektar Fläche schon der nächste Wein. Bald wird geerntet, alles in Handarbeit. Das Ausbrocken, was jetzt gerade wichtig ist, damit die Trauben auch die Sonne haben, machen wir mit der Hand. Wir machen auch das Wipfeln, alles Mögliche mit der Hand. Katrin Strohmeier packt überall mit an. Gabelstapler fahren, den Traktor lenken, na selbstverständlich. Die Weinbranche hat längst neue Gesichter bekommen. Immer mehr junge Frauen machen die Winzerausbildung. Ich finde das nicht schlecht, weil Frauen haben wieder ganz andere Ansätze. Da kann man schon auch sehr stolz sein, wenn man auch als Mädchen so Arbeiten angeht, die was früher mal eher mehr so Burmgeschichten waren. Kräuter in den Schilcher zu kippen, auf die Idee wäre der Papa nicht gekommen. Aber man muss die Jungen einfach machen lassen, sagt er. Wir lernen voneinander. Wenn wir im Weingarten sind, wenn wir im Keller sind, bin ich sicherlich noch ein bisschen Vorbild, weil ich einfach mehr Erfahrung habe. Aber es gibt dann Facebook und Co. und da ist die Katrin weit, weit vor mir. Wir lachen sehr viel miteinander. Ja. Also wir haben immer Spaß. Ich locker das immer ein bisschen auf, den Alltag am Betrieb. Und dass Katrin Strohmeier einmal den elterlichen Betrieb übernehmen wird, das ist längst ausgemachte Sache.